Bevor wir klären können, ob wir uns überhaupt freuen dürfen über diesen Jahrhundertsommer, vielleicht erstmal so ein bisschen die Aussichten. Wie lange werden wir noch schönes Wetter haben? Es heißt nächste Woche wieder richtig schön warm. Ja, das stimmt. Aber gerade ist mir spontan eingefallen bei dem kurzen Gespräch mit der Ministerin, dass es ja gewisse Vorteile hat, mit der Bahn zu fahren. Ne? Dann ist man meistens jedenfalls einigermaßen sicher bei dem Termin, den man gerne wahrnehmen möchte. Und es ist klimaschützend. Und es ist klimaschonend, genau. Und insofern bin ich natürlich heute auch mit der Bahn angereist. Aber das war nicht so weit von Hamburg heute. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen. Es bleibt erstmal warm. Viel weiter kann man nicht gucken. Die Wettervorhersagen sind ja begrenzt so auf, na, sagen wir mal, 10 Tage. Alles danach ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ja, aber wahrscheinlich sprechen Sie so ein bisschen schon über den Herbst oder den Winter. Ja, das würden wir natürlich gerne wissen wollen. Ne? Ja, also Sie haben doch sicherlich Erfahrung, oder? Wenn so ein Sommer so ganz heiß war, wie ist dann in der Regel der Winter? Ich kann Ihnen nur eins sagen. Diese Langfristvorhersagen sind so schwierig nicht. Und im Prinzip können wir die alle machen. Ja? Jetzt für den kommenden Winter. Ich sage vorher, dass der kommende Winter kälter sein wird als dieser Sommer. Okay, gut. Das ist gekauft. Auch der Professor kommt dieses Jahr noch mal in die Sendung, damit wir gucken können, ob das stimmt. Ja, das Ganze hat natürlich einen ernsten Hintergrund. Das, weil ich werde immer wieder gefragt, gerade im Hinblick auf Wetter und Klima, ihr könnt doch noch nicht mal das Wetter für 2 oder 3 Wochen im Voraus vorhersagen. Was erzählt ihr uns jetzt eigentlich über 2030, 2040, 2100? Ja, was maßt ihr euch eigentlich an? Und dann bringe ich immer dieses Beispiel. Also mit diesem scheinbaren Widerspruch scheint irgendetwas nicht zu stimmen zwischen Wetter und Klima. Ich kann ja sagen, dass der nächste Winter kälter sein wird als dieser Sommer. In der Mathematik spricht man von Randbedingungen. Wenn sich Randbedingungen ändern, dann kann man eben auch bestimmte Dinge vorhersagen. Ich weiß zwar nicht, ob Heiligabend, Weiße Weihnachten sein werden, ob Schnee liegt oder nicht, aber ich weiß, dass der Winter im Mittel kälter sein wird als der Sommer. Und da kommen wir dann halt auch zur Erderwärmung. Das wird ja auch immer bestritten, dass man das irgendwie berechnen kann. Aber einige bestreiten sogar, dass es die überhaupt gibt. Ja, genau. Ja. Aber der Anstieg der sogenannten Treibhausgase in der Atmosphäre, also allen voran Kohlendioxid, CO2, das ist eben auch eine Änderung einer Randbedingung. Und es muss wärmer werden, wenn der Gehalt dieser Treibhausgase in der Luft steigt. Das ist übrigens nichts, was wir jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten herausgefunden haben. Ja. Das wissen wir schon seit über 100 Jahren. Und deswegen, wenn ich das sagen darf, ist die Aussage, dass es wärmer werden wird zukünftig durch den Anstieg von Treibhausgasen, ähnlich trivial wie zu sagen, dass der Winter kälter sein wird als der Sommer. Und erlauben Sie eine Banausenfrage? Also unabhängig von der Tatsache, dass dieser Treibhauseffekt zunimmt, kann es auch sein, dass es einfach ein Jahrhundertsommer war? Es ist gar nicht mal der wärmste gewesen, seit dem Messungen erhoben wurden. Nee, 2003 war es noch wärmer. Ne? 2003 war wärmer, aber dieses Jahr war schon außergewöhnlich und auch ein Rekordjahr bis jetzt, denn dieser Sommer war eigentlich viel länger, als der eigentliche Sommer lang ist. Also in der Meteorologie nimmt man der Einfachheit halber nicht den astronomischen Sommer oder die astronomischen Jahreszeiten, sondern für den Sommer nimmt man Juni, Juli, August. Ja? Mhm. Und wenn man jetzt nur diese Monate betrachtet, dann war nur in Anführungsstrichen der zweitwärmste Sommer seit Beginn der Messung 1881. Ja. Wenn wir jetzt aber die Monate davor noch hinzunehmen, denn dieser Sommer, der fing ja schon verdammt früh an, der fing ja schon im April an, dann hatten wir wirklich außergewöhnliche Temperaturen. Also für so ausgeschlossen, einen langen Zeitraum, dass das Zufall war. Es ist ausgeschlossen, dass es Zufall ist. Für so einen langen Zeitraum hatten wir noch nie so hohe Temperaturen bei uns in Deutschland. Darf ich Sie fragen, ob Sie sich persönlich darüber freuen können dann, wenn so lange die Sonne scheint? Also haben Sie menschliche Gefühle beim Thema Wetter? Selbstverständlich. Oder denken Sie dann sofort, ah ja, Klimawandel, und sehen also die Katastrophe kommen? Ich fahre natürlich lieber Fahrrad
wenn es nicht regnet, als wenn es regnet. Aber ich fahre auch Fahrrad, wenn es regnet. Also insofern, natürlich habe ich menschliche Gefühle. Freue mich auch, wenn ich auf der Terrasse sitzen kann und es abends warm ist und man nicht irgendwie da so frieren muss. Ich bin ja so und so jemand, der die Wärme liebt. Bin ja eigentlich gar nicht so für diese Breiten hier gemacht. Und, aber als Klimaforscher ist ja klar, dass man sich Gedanken macht. Denn es ist ja schon merkwürdig, dass wir schon wieder einen Jahrhundertsommer hatten. Ja? Und das Jahrhundert ist ja noch nicht so alt. Ne? Ja. Und das ist schon der zweite Jahrhundertsommer. Ja. Der Alexander Gerst, der bei uns war, der Astronaut, hat uns Fotos mitgebracht. Und zwar aus dem Weltall auf die Erde. Die würden wir gerne mal zeigen. Das ist einmal Deutschland von oben im Jahr 2017. Da sehen wir noch, es ist schön, ja, bunt, grün und jetzt in 2018 nur noch braun. Ist das die Farbe der Zukunft? Nein, das sind die zwei Farben der Zukunft. Denn dieses Jahr haben wir vor allen Dingen über sehr hohe Temperaturen, über sehr trockene Bedingungen gesprochen. Das ist aber nur eine Seite der Erderwärmung. Die andere Seite der Erderwärmung ist eben das, was wir letztes Jahr erlebt haben. Sintflutartige Niederschläge, die immer wieder zu Überschwemmungen führen. Und das sind keine Gegensätze, sondern es sind tatsächlich zwei Seiten derselben Medaille. Und diese Medaille heißt eben Erderwärmung. Mhm. Also Judith hat es ja auch schon versucht, ob man sich auch ohne schlechten Gewissen irgendwie freuen kann an diesem Sommer. Also was immer im Raum steht, ist, du musst irgendwas ändern, sonst wird es ganz furchtbar. Was kann man tun, was nicht nur so eine symbolische Handlung ist? Ich meine, 2% am gesamten CO2-Ausstoß verursachen, wenn überhaupt nur die Deutschen. Was ist denn etwas, was Sie sagen, das ist trotzdem sinnvoll? Und nicht nur, nicht nur so eine Ersatzhandlung, weil man hilflos ist. Ja, also diese 2%, die muss man auch mal relativieren. Denn absolut gesehen, das stimmt, haben wir einen relativ geringen Anteil am derzeitigen weltweiten CO2-Ausstoß oder am Ausstoß von Treibhausgasen insgesamt. Aber wenn wir es pro Kopf mal betrachten, dann entlässt jeder Deutsche und auch jede Deutsche ungefähr 10 Tonnen CO2 pro Jahr. 10 Tonnen CO2. Und jetzt gehen Sie mal auf die Klimakonferenzen und sprechen mit einem Inder oder einer Inderin. Die entlassen knapp 2 Tonnen CO2 pro Jahr. Und wenn Sie dann anfangen und sagen, nun sieh mal zu, dass du deinen Ausstoß reduzierst, dann gucken Sie, werden Sie mit großen Augen angeguckt. Und dann fragen die, warum denn ich eigentlich? Du entlässt 5-mal so viel CO2 wie ich. Welches Recht nimmst du dir heraus, so viel CO2 auszustoßen? Das verstehe ich, aber was würden Sie sagen? Wo soll man anfangen? Was wäre sinnvoll? Also, Außer Bahn zu fahren, das haben wir ja schon gehört. Wichtig ist, dass wir noch einmal glaubwürdig sind auf der internationalen Bühne. Denn internationale Verhandlungen leben letzten Endes von Vertrauen. Vertrauensbildende Maßnahmen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass ein Land zeigt, dass es geht. Ich meine, wir haben ja schon gegenüber 1990 knapp 30% der Treibhausgase eingespart. Ja, und ich meine, es geht uns ja gut. Ich meine, keiner kann jetzt irgendwie sagen, er hätte gelitten. Deswegen, ich glaube, Deutschland hat am Ende sogar davon profitiert. Wir werden unser Ziel von 40% bis 2020 nicht erreichen, aber wir haben es großspürig angekündigt. Also jetzt sagen Sie, was wir machen können. Genau, das ist wieder ein Glaubwürdigkeitsverlust. Und deswegen ist es so wichtig, dass Deutschland die Energiewende betreibt und jeder kann wirklich teilhaben an der Energiewende. Dann frage ich jetzt. Genau, da gibt es ganz verschiedene Dinge, die man machen kann. Das fängt natürlich beim Autofahren an. Muss nicht der große Geländewagen sein, kann natürlich auch ein kleineres Auto sein. Am besten verzichtet man auch aufs Auto. Zumindest in Großstädten wie hier in Bremen oder Hamburg fahre ich nie Auto. Ja, entweder nehme ich die öffentlichen Verkehrsmittel oder ich nehme das Fahrrad. Das ist auch eine Win-Win-Situation, weil die Umwelt profitiert und auch ich profitiere. Also mein Body profitiert davon und die Umwelt profitiert davon. Wobei tun Sie was ganz bewusst, um das Klima zu schonen? Ich fahre selten Auto, ich fahre auch sehr viel Bahn, ich fahre vor allem Fahrrad in der Stadt. Ich bewege mich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn es mir dann doch mal zu kalt ist zum Fahrradfahren. Und ansonsten mache ich, glaube ich, die gleiche Symbolpolitik, die jeder andere Verbraucher auch macht, der kritische Konsument. Und bin mir darüber bewusst, dass es nicht wirklich was daran ändert, wenn ich im richtigen Supermarkt einkaufe. Das ist falsch. Es gibt auch historische Beispiele dafür, dass es falsch ist. Ich möchte einfach mal zwei Beispiele nennen, warum Bewegungen von unten etwas verursachen können. Das eine ist der Atomausstieg.
Warum gab es oder warum gibt es in Deutschland den Atomausstieg? Weil es eine Anti-Atom-Bewegung gegeben hat. Und weil es ein großes Unglück woanders gab. Auch das, aber trotzdem ist es bei uns passiert und nicht woanders. Das heißt also, wenn es Druck von unten gibt, und es stand die Baden-Württemberg-Wahl vor der Tür, wenn es Druck von unten gibt, dann ist es durchaus möglich, auch so etwas wie den Atomausstieg durchzusetzen. Das Zweite, was noch mal zeigt, wenn Menschen etwas wirklich wollen, dass es auch klappt und dass auch unmögliche Dinge klappen können, ist die deutsche Wiedervereinigung. Ich meine, die ist nicht von den vier Mächten gemacht worden, die ist von den Menschen gemacht worden. Ich war 85 in Ost-Berlin an der Humboldt-Uni, habe da ein paar Vorträge gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass ein paar Jahre später die Mauer weg ist. Ja? Die Menschen wollten es. Und das ist der Hebel letztendlich. Wenn die Menschen es wollen, wenn die Menschen mitmachen, dann machen sie auch Druck auf die Medien. Und dann, wenn das, denn der Druck auf die Medien da ist, wenn das dann auch irgendwie vielleicht ein bisschen hip wird, dann kommt der Druck auch auf die Politik und dann passieren die Dinge. Ja? Und Technologiewandel, das wissen wir doch alle, kann extrem schnell passieren. Alle sagen, ja, wir müssen noch 30, 40, vielleicht 50 Jahre in der Kohle festhalten. Müssen wir nicht. Unsere Energiesicherheit ist jetzt schon garantiert. Herr Professor, werden Sie denn... Finden Sie eigentlich alle Menschen, die Ihnen zuhören, das gut, was Sie sagen? Die meisten finden es gut. Es gibt natürlich skeptische Stimmen. Ich merke das immer wieder. Insbesondere, wenn im Winter, um auf den Winter mal wieder zurückzukommen, mal Schnee liegt und es Eis gibt und so weiter, kriege ich immer so dämliche E-Mails. Ne? Das ist ja alles gar nicht stimme mit der Erderwärmung. Und also solche Dinge gibt es, aber es gibt natürlich auch vernünftige Menschen, die aus welchen Gründen auch immer. Und schlägt Ihnen auch Hass entgegen? Ja, auch Hass, absolut. Was machen Sie dann? Ich halte es wie Trainer Klopp. Ich bin nicht bei den sozialen Netzwerken unterwegs. Und das ist das Beste, was Sie machen können. Wissen Sie, das prallt alles an mir ab. Ich kriege das gar nicht mit. Es sei denn, irgendjemand erzählt mir mal, da ist wieder irgendeine Hasstirade bei Facebook oder ich weiß nicht wo. Ich kriege es nicht mit. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt, weil ich das gar nicht an mich heranlasse. Feedback gibt, ne, von den Zuschauern, wenn man in den sozialen Netzwerken unterwegs ist. Wir haben zum Beispiel eine Zuschrift bekommen, als es hieß, dass Sie zu uns zu Gast kommen. Da schreibt jemand, dass er in letzter Zeit so viele tote Amseln in seinem Garten findet. Ich habe das jetzt in Hamburg noch nicht erlebt. Hat das auch was mit dem Klimawandel zu tun? Das war eine Frage an Sie. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also wir merken schon, dass die Erwärmung, die ja auch bei uns in Deutschland stattfindet, Folgen hat, auch für die Ökosysteme, für die Pflanzen, für die Tiere. Also unsere Vegetationsperiode beispielsweise in Deutschland, die ist heute schon 2 Wochen länger als vor 50 Jahren. Ja, wir sehen in den Meeren, dass Fische inzwischen schon wandern. Zu uns kommen Fische oder auch Muscheln, die eigentlich früher jedenfalls in wärmeren Gefilden unterwegs waren. Aber jetzt, die Nordsee, Ostsee haben sich halt massiv erwärmt in den letzten Jahrzehnten. Jetzt fühlen sie sich bei uns auch warm. Andere Fische beispielsweise, die wandern aus, die reißen aus, die gehen jetzt nach Norden, weil es ihnen bei uns schon zu warm geworden ist. Wir wissen, dass Vögel nicht mehr unbedingt wegfliegen im Winter, weil sie es gar nicht mehr müssen. Die merken das schon, dass es auch so etwas wie eine Erderwärmung gibt. Konkret auf die anderen bezogen weiß ich es nicht. Ich weiß nur, es gibt Tiere, Pflanzen, die reagieren heute schon auf die Erwärmung. Bei den Amseln geht es um Krankheitserreger. Möglicherweise ist es schon eine Folge, dass bestimmte Erreger halt bei uns inzwischen heimisch werden, weil es inzwischen warm genug ist. Aber ich kann es nicht beantworten. Aber wichtig ist mir, trotz Professorentitel, trotz Doktortitel, der übrigens echt ist. Hat auch niemand angezweifelt. Ja, Herr Professor. Ich hab die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Das finde ich toll, dass Sie selten erlebt, dass ein Experte sagt, ich weiß es nicht. Ja. Ich will jetzt nicht zu einem weiteren Vortrag animieren. Ich wollte nur sagen, also Banause, ich bin tief betroffen von einem Insektensterben, frage ich mich, habe ich mich gerade in den letzten Wochen gefragt, warum gibt es so viele Wespen? Aber vielleicht behandeln wir das ein andermal. Oder ja, können Sie also da kurz drauf antworten? Nee, das macht er bestimmt nicht. Ich weiß es nicht. Macht er bestimmt nicht. Weil er ein echter Doktor ist. Ja, ich weiß es nicht,
Und wir führen, und das möchte ich einfach noch mal unterstreichen, ein gigantisches Experiment an unserem Planeten aus. Ja. Mhm. Und es ist völlig gegen unsere persönliche Lebenspraxis, so etwas zu tun. In unserem persönlichen Leben versuchen wir, alles Risiken zu vermeiden. Wenn wir die Straße gehen, gucken wir nach links und nach rechts. Mhm. Wenn die Chancen 50-50 sind, dann gehen wir noch über die Straße und wollen ausprobieren, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Ja? Oder wenn Sie nächstes Mal in Urlaub fliegen und Sie gehen durch die Gangway und da steht ein Schild dann, dieses Flugzeug stürzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% ab. Wer von Ihnen wird da reingehen? Kein Mensch. Mhm. Bei den globalen Umweltproblemen sind wir offensichtlich bereit, jedes noch so große Risiko einzugehen. Und das hat zum einen mit der Komplexität zu tun, dass wir das nicht durchschauen. Ich durchschaue es auch nicht in allen Details. Und es hat natürlich damit zu tun, dass die Bedrohung irgendwie doch relativ abstrakt ist. Ja, und sie einen auch wahrscheinlich gar nicht mehr betrifft in der akuten Lebenszeit. Auch ich glaube, das kommt auch das ist die Frage eben mit dem kritischen Konsumenten, was ich vorhin meinte. Natürlich fühlt man sich besser, wenn man im Supermarkt das richtige Zeug kauft. Aber es ist doch absurd, dass die Leute das alle wissen und in den Supermarkt gehen und sich besser fühlen. Und der Druck aber auf die entscheidenden Stellen, wo das entschieden wird, eben, wie man mit dem Klima umgeht, eben nicht aufgebaut wird von unten. Ja, das hätte ich natürlich gerne mit Frau Klöckner diskutiert. Denn aber das holen wir ja, das holen wir ja nach. Genau, ja das holen wir nach. Kommen wir als Zuschauer. Auch, wenn Sie ja, man muss sich aber die Frage stellen, wer ob die Wähler sie wählen würden, wenn sie die Konsequenzen ziehen Land, würden, die sie fordern. Ja, wer bestimmt in diesem Land, was eigentlich geschieht? Ist es wirklich noch die Politik? Hat die Politik noch das Heft des Handels in der Hand? Oder sind es die großen Interessenvertretungen, also die großen Lobbys? Und was wir bräuchten, ist ja eine Energiewende, eine Mobilitätswende, eine Agrarwende. Und alle drei Bereiche sind durch extrem starke Lobbys vertreten. Und man fragt sich ab und zu wirklich, wer bestimmt eigentlich die Richtlinie in der Politik? Ist es noch die Bundesregierung oder sind das die großen Interessenverbände? Danke. Wir sollten darüber nachdenken, wenn Frau Klöckner kommt, dass Sie einfach auch noch mal kommen, damit es vielleicht einen kleinen Streit gibt zwischen Ihnen beiden. Darauf würden wir uns irgendwie freuen. Ne? Okay. Ja. Also vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Sehr gerne.